Die wichtigsten Punkte waren das besondere Verhältnis, das Europa und Amerika aufgrund gemeinsamer Werte kennzeichnet. Okay. The most important part of the discussion involved the situation that the relationship between Europe and the United States is founded on the values which we share, this community of values which is so typical of our relationship. Seine Betonung, wie sehr ihm das gute Verhältnis mit Deutschland am Herzen liegt und seine Ausführungen, wie sehr er die Deutschen schätzt, haben mich sehr gefreut. He emphasized the fact that good relations with Germany were absolutely crucial, and the fact that he made this statement was appreciated very much by myself. Auch seine Aussage, dass er sich jedenfalls bemühe, alle wichtigen Entscheidungen auch sehr eng mit Deutschland bzw. mit Europa abzustimmen, ist auch ein Faktum, was ich hier sehr deutlich unterstreichen möchte. I think also the fact that he stated that he wanted to harmonize all important decisions with the partners in Europe and also in Germany, I take as a token of this understanding between our countries. Die geänderte Rolle, die geänderte bedeutsame Rolle Russlands im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist von ihm ganz besonders hervorgehoben worden und ich habe diese Auffassung voll und ganz geteilt und auch darauf hingewiesen, dass Deutschland eine wichtige Rolle hat, Russland und Europa immer enger aneinander zu bringen. He also emphasized that the role of Russia has changed dramatically as far as the combating of terrorism is concerned. He emphasized this and I also share this opinion. Furthermore, he pointed out the great importance Germany has in bringing closer together the Russians and the Europeans, that is to say Russia and Europe. Weil Russland ja seine Position wesentlich verändert hat und ein wichtiger nachhaltig ausgeführt hat, wir sehen ihm auch an einem